Hi, hier ist Mr. Lagiol und heute wird ein großartiges Video. Nicht nur, weil wir drei außergewöhnliche Taschenmesser von Lagiol in Obrac uns anschauen, komme ich gleich dazu, sondern ich werde heute auch der Gewinner der Aktion Lagiol Krone vorstellen. Das heißt also, das Taschenmesser, das schönste Lagiol-Taschenmesser des Jahres 2022. Ich werde auch die ersten 6 Platzierten nennen, sodass ihr seht, wenn ihr und was ihr gewählt habt. Dann werde ich ja von Bruno ein 360 Grad Ansicht der Nordlichter zeigen. Vielleicht wisst ihr, am 24.03. War auf der Sonne besonders große Flecken, was natürlich auch immer dazu führt, dass wir hier auf der Erde ganz starke Sonnenwinde haben, die wiederum dazu führen, dass phänomenal schöne Nordlichter entstehen. Und der Bruno, der hat ja ein 360 Grad Foto gemacht. Das werde ich jetzt hier in einem Video vorstellen. Das wird richtig, richtig cool sein und einen Eindruck vermitteln, was es bedeutet, wirklich dort in Finnland vor Ort zu sein und so etwas Großartiges zu sehen. Und wir werden dann auch noch weiter was Fantastisches sehen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an dem Lagiol Taschenmesser in Minecraft, das wir vorgestellt haben in diesem Video. Das hat einer unserer Zuschauer, mittlerweile auch ein sehr netter Freund, für uns gemacht. Und er hat jetzt mit uns gemeinsam, aber vor allem natürlich er, die erste virtuelle Lagiol-Schmiede umgesetzt. Und wir werden jetzt hier kurz einen Einblick haben in seinem Video, wie er das gebaut hat, wie er dabei ist, das aufzubauen. Und zwar baut er dort die Chevalier Lagiol-Schmiede virtuell gemeinsam in einem Dorf mit einer Burgruine, einer Kirche, Weinfelder, richtig, richtig cool. Da bin ich nochmal sehr, sehr dankbar. Vielen Dank. Und das sieht wirklich phänomenal aus und wir werden natürlich berichten, wenn er fertig ist, werden wir noch ein Video zeigen, wie das aussieht, wenn das Ganze fertig ist. Aber hier ist auch schön interessant zu sehen, wie er das Ganze baut. Hier unten in den Beschreibungen haben wir dann auch kurz das sein Video verlinkt, sodass du wirklich komplett siehst, wie er die Schmiede von Grund auf langsam Stück für Stück aufbaut. Also wirklich sehr beeindruckend. Kann ich jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert. Schauen wir es mal ganz kurz die drei Messer an. Also wir haben hier von Lagiol in Obrac drei Taschenmesser. Zwei davon haben einen Griff aus Larimar, ein ganz besonderer Stoff und Stein, kommen wir gleich dazu. Und ein davon aus Malachit. Die beiden haben eine Klinge aus Damast, aus japanischem Damaststahl. Und hier haben wir eine Biene als Freimaurer. Ja, wir versuchen immer mehr und immer schönere Lagiol-Taschenmesser gerade in den Bereich Freimaurer mit aufzunehmen. Die sind sehr beliebt und deswegen haben wir das auch hier aufgenommen. Und die drei Taschenmesser zeigen wir gleich. Also wirklich ein wahnsinniges, spannendes Video mit ganz, ganz vielen Sachen, die ich euch jetzt zeigen werde. Es wird also wahrscheinlich ein bisschen länger werden als die normalen Videos. Bis gleich! Natürlich gibt es jetzt für dieses Video einen Karmus-Punkt. Sammelt bitte den Code, den ich jetzt im Laufe des Videos entsprechend einblende. Aber gleich geht es um die Lagiol-Krone und um Ideen, die dort verändert werden. Da kommen wir gleich dazu. Und diejenigen, die in dem Bereich Lagiol-Krone einen Beitrag schreiben, bekommen zusätzlich zu dem einen Karmus-Punkt, was es heute gibt für die Vorstellung der Produkte. In allen Videos, wo wir Produkte vorstellen, gibt es ja einen Karmus-Punkt. Gibt es einen weiteren Karmus-Punkt für den Beitrag, den du dort entsprechend einträgst. Und dieser
Bei dieser Karmos-Punkt gibt es zusätzlich, denn wenn du in der OLC-Community einen Beitrag schreibst, da bekommst du für die ersten 4 Beiträge des Jahres, es gibt mal pro Jahr, bekommst du 4 Karmos-Punkte. Das heißt also, wenn du erstmalig jetzt einen Beitrag schreibst in dem Bereich Lagiol-Krone, bekommst du sowieso 1 Karmos-Punkt, weil unabhängig von diesem Video. Und während dieses Videos, also heute, wenn du heute diesen Beitrag schreibst, bekommst du zusätzlich einen Karmos-Punkt. Das heißt, du hast heute die Möglichkeit, bis zu 3 Karmos-Punkte zu verdienen. Erstens für das eine Video jetzt durch den Code, wo du es auf der Seite bei uns eintragen kannst. Zweitens kannst du es ja, weil du heute, aber nur heute Mittwoch, den Beitrag in der Lagiol-Krone schreibst, bekommst du noch ein weiteres Karmos-Punkt. Und wenn das zufällig auch dein erster Beitrag ist in diesem Community, bekommst du nochmal einen weiteren Punkt dafür. Also 3 Punkte kannst du heute, Karmos-Punkte kannst du heute gewinnen. Also fangen wir mit der Lagiol-Krone an. Im März habt ihr aus einer Auswahl von 30 Lagiol-Taschenmesser das schönste Lagiol-Taschenmesser des Jahres 2022 gewählt. Und zwar habe ich dort bei den 30 Taschenmesser die 30 neue, also die im Jahr 2022 vorgestellt wurden, denn nun darum geht es ja. Es ist das schönste Lagiol-Messer des Jahres 2022 aus den Neuheiten, die wir im Jahr 2022 vorgestellt haben. Und an dieser Stelle muss ich nochmal euch loben, denn es haben in diesem Jahr, jetzt in 2023, doppelt so viele teilgenommen an der Wahl der Lagiol-Krone wie 2022. Ja, das wächst alles so wunderbar und ich bin total glücklich, dass ihr so zahlreich daran teilnimmt. Es gibt auch immer Karmos-Punkte für die reine Teilnahme an der Lagiol-Krone und wir haben jetzt, oder ihr habt jetzt gewählt. The winner is Superio. Das ist das Taschenmesser von David Dovelier und zwar das Messer Superio hat eine ganz außergewöhnliche Klinge. Das ist eine Federdamastklinge und einen ganz außergewöhnlichen Rücken. Das ist eine ganz besondere Gilochage, die der David Dovelier dort unter Mikroskop vornimmt. Also wirklich total wahnsinnig schön. Ein wirkliches Kunstwerk. Also wenn das kein Kunstwerk ist, dann weiß ich es auch nicht. Das Messer kostet natürlich über 7000 Euro. Diese Tatsache hat uns dazu geführt, Änderungen vorzunehmen an dem Konzept. Kommen wir gleich dazu. Aber jetzt schauen wir uns mal die anderen Platzierten. Die Nummer 2, also an zweiter Stelle, ist Red Phoenix, ebenfalls von David Dovelier. Und der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten ist doppelt so viel. Das heißt also, der Erstplatzierte ist nicht knapp, sondern mit ganz, ganz großem Abstand zum Zweitplatzierten von euch gewählt worden. Also die ersten beiden Plätze gehen an David Dovelier. Auf dem dritten Platz sind 2 Messer. Beide Messer, das erste Messer ist Lelines von Voisier und des Scrimshaw Mahmud von David Dovelier. Das heißt also, auch der David Dovelier ist mit auf dem dritten Platz. Das heißt, Voisier und Dovelier haben beide die gleiche Anzahl von Punkten bekommen und befinden sich beide am dritten Platz. Aber man kann durchaus sagen, dass die ersten 3 Plätze von David Dovelier belegt wurden. Der vierte Platz ist von Lagiol en Aubrac belegt worden, und zwar mit der Sonderedition Christian 05. Das ist ein ganz besonderes Taschenmesser, das nur für uns, für Original Lagiol.de entwickelt wurde und auch gemacht wird. Und zwar ist auch die Edition Le Chef. Das ist das Lieblingsmesser des Inhabers von Lagiol en Aubrac, der Christian Wallert. Auf dem nächsten Platz, auf dem fünften Platz, befinden sich insgesamt 4 Taschenmesser, die alle 4 die gleiche Anzahl von Punkten hatten. Das erste Messer ist ebenfalls von Lagiol en Aubrac Christian 02.
Dann Bergas 14 von Dovillier, David Dovillier. Die nächsten zwei sind von Voisier als Themenmesser. Einmal Dracula. Ich finde hier ganz außergewöhnlich den Rücken mit diesen roten Einlagen. Und Cleopatra als Ladymesser. Etwas kleiner, feiner und wunderschön gestaltet von dem Voisier. Und auf dem sechsten Platz befindet ebenfalls sich ein Messer von Voisier, und zwar Da Vinci. Ein Themenmesser, das wirklich wunderschön aussieht. Aus den Wahlen der letzten zwei Jahre der Legion Krone haben wir natürlich Überlegungen gemacht, wie kann man das Ganze noch besser für euch gestalten. Denn es war ja bis jetzt so, dass diejenigen, die teilgenommen haben, konnten ja den Erstplatzierten bestellen. Und dann bekamen die zwischen 0% und 30% Rabatt. War ein bisschen schwierig, das Ganze. Und vor allem, man kann ein Messer, sagen wir mal, in der Kategorie um 500, 600 Euro nicht mit einem Messer im Bereich 1000 oder 7000 sogar vergleichen. Das sind einfach völlig unterschiedliche Messer. Aus dem Grund haben wir eine neue Idee vorgeschlagen in dem OLC, in der Original Lagiol Community. Ich werde dazu ein Video machen, wie man das Ganze, die Community da benutzt. Aber ihr könnt heute schon da einschreiben. Da sind schon ganz viele Beiträge übrigens enthalten. Und wenn ihr da hingeht in den Bereich originallagiol.de und dort auf Lagiol Krone, da könnt ihr gucken und nochmal nachlesen, welchen Vorschlag wir haben und auch welche Vorschläge andere Teilnehmer und Zuschauer haben. Und da bin ich euch dankbar, wenn ihr auch vielleicht mitarbeitet. Dafür gibt er diesen einen Karmus-Punkt extra, wenn ihr in diesem Bereich etwas schreibt. Und zwar ist unsere Idee, weil man die Messer nicht so vergleichen kann, werden wir im nächsten Jahr bei der nächsten Wahl drei Kategorien einführen. Einmal von 0 bis 500 Euro, 500 bis 1500 Euro und 1500 aufwärts. Und in diesen drei Kategorien wählt ihr drei jeweils ein Messer. Das heißt, es war schon immer so, dass ihr insgesamt drei Messer gewählt habt aus einer Auswahl von 30 Messer. Jetzt wird so sein, dass es immer noch 30 Messer sind, aber aus jedem Bereich jeweils 10. Also 10 Messer aus dem Bereich 0 bis 500, 10 Messer aus 500 bis 1500 und 10 Messer aus 1500 und darüber. Das ist jetzt mal unsere Idee. Und da bestimmt ihr entsprechend den Gewinner. Das heißt, wir werden drei Gewinner haben, in jeder Kategorie ein Gewinner. Und dann kannst du natürlich nach der Wahl einer dieser Messer bestellen oder auch aus jeder Kategorie ein Messer bestellen. Und wenn dieser Messer, der Gewinner, auf deiner Liste war, wenn du es genau explizit erwähnt hast, bekommst du 30% Rabatt auf diesem Messer des Jahres. Der bekommt noch eine schöne Lasergravur, das schöne Messer, sodass es steht, Jahresmesser 2023 wird dann sein, Lagiol Krone. Und wenn das Messer nicht auf deiner Liste war, kannst du es trotzdem bestellen mit 20% Rabatt. Ja, das ist auch neu, das heißt, dass du mehr Rabatte bekommst, auch wenn es nicht auf deiner Liste war und das in jedem Bereich entsprechend ein Messer war. Ich denke mal, das ist ein bisschen fairer, damit man die auch nur innerhalb einer Gruppe vorschlagen kann. Manche von euch haben noch eine feinere Einteilung. Das finde ich ein bisschen viel. Man kann jetzt nicht 10 verschiedene Kategorien machen. Wäre natürlich am sinnvollsten, denn selbst ein Messer für 1200 Euro kann man nicht unbedingt vergleichen mit einem für 700 Euro. Aber egal, wie man es macht, ist natürlich nicht ideal. Es ist aber immer noch besser als jetzt, wo eine Kategorie nur gibt. Drei Kategorien ist schon mal besser und ich finde 30 Messer zur Auswahl, in jeder Kategorie 10 Messer, finde ich auch sehr gut. Und dann haben wir drei Gewinner und, und das ist nicht so, dass man dann vielleicht 10 Gewinner hat, in jeder einzelnen Kategorie ein Messer. Also vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen, wie man das Ganze bereichern kann, wie man das Ganze
wichtig ist auch übersichtlich und verständlich, auch für Neue, die mitmachen wollen. Denn wenn das Ganze zu kompliziert ist, wird er natürlich viel zu schwierig. Deswegen schaut mal rein, was ich vorgeschlagen habe, was andere vorgeschlagen haben. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall die Idee mit den Kategorien, wie die Idee mit 30% und 20% auch sehr interessant. Und bin gespannt dann auf eure Vorschläge. So, jetzt kommen wir zu der virtuellen Schmiede. Wir haben hier unseren Kunden, der sich sehr in den Bereich Minecraft einsetzt. Und da hat er schon dieses wunderbare Messer, Lagiol-Messer, das habe ich hier schon bereits vorgestellt. Da hat er gemeinsam mit seinen Freunden ein Lagiol-Messer virtuell gebaut. Das sah schon mal fantastisch aus. Und da entwickelte sich im Laufe der Zeit die Idee, vielleicht auch eine Schmiede zu machen. Das habe ich ihm vorgeschlagen, die Chevalier-Lagiol-Schmiede dort zu kreieren, weil ich habe gesehen, auch in anderen Videos, was er so alles drauf hat. Das ist schon erstaunlich. Und dann hatte da diese Idee ergänzt und sagte, eine Schmiede alleine ist viel zu wenig. Machen wir daraus lieber ein mittelalterliches Dorf. Phänomenale Idee. Mit einer Kirche, mit anderen Häusern oder ja, wie sie auch nannten früher, mit einer Burgruine und dann in der Mitte diese Lagiol-Schmiede und natürlich drumherum auch ein paar Weinberge. Also dass es richtig, richtig ein cooles virtuelles Dorf da ist aus dem Mittelalter mit dem zentralen Punkt, die Chevalier-Lagiol-Schmiede. Und da hatte mich sogar auch da eingebaut. Der Justin Chevalier hatte mich da genannt. Und das finde ich total cool, die Idee. Und er hat bei uns in der OLC, in der Original Lagiol Community, den haben wir da auch vorgestellt. Und er hat dort auch einen Bereich, so dass er dort sein Projekt auch noch selbst vorstellen wird. Und ich zeige gleich jetzt ein kurzes Video, ein paar Ausschnitte, weil das Video sehr, sehr lang ist. Das dauert ungefähr 2 Stunden, wie er das Ganze dort langsam aufbaut. Ich habe das dann gekürzt, ein bisschen schneller gemacht und dann habe ich es auf ein paar Minuten gekürzt, sodass man eine Idee hat. Aber ich verlinke das hier unten in der Beschreibung, wenn ihr da gerne vorbeischauen wollt. Guckt euch das an, wie er das wirklich aufbaut. Ich finde es beeindruckend mit dieser Fantasie, die man hat, die man dann direkt umsetzt. Also echt total cool. Schaut mal, ich finde es wirklich total klasse, die Idee. Die erste weltweite Lagiol-Schmiede im virtuellen Minecraft. Wenn ihr euch da interessiert, dann geht bitte ins OLC, Original Lagiol Community, wo er auch sein Projekt vorstellt. Und da bietet er nämlich die Möglichkeit an verschiedene Türschilder oder dort auch Namen von euch mit reinzutun, wenn ihr wollt. Das heißt also, er kann da wirklich auch Personen oder Nickname von euch mit eintragen in diesem Lagiol-Dorf, sodass da ein bisschen mehr Bewegung da ist. Und er will das dann noch weiter ausbauen. Und wenn ihr euch dann natürlich mit Ideen beteiligen wollt, mit Vorschläge und auch, wie ich schon sagte, dass euer Name dort eingetragen wird, geht bitte hier, zeige ich gerade jetzt hier, die in der OLC Community. Ihr müsst euch vorher natürlich einloggen, sonst könnt ihr nicht die Beiträge sehen oder Beiträge schreiben. Geht hier bitte in seinem Bereich, dann
könnt ihr dort entsprechend einen Beitrag schreiben, dass ihr gerne mit dabei sein wollt, dass ihr vielleicht euren Namen mit reintun wollt oder soll vielleicht eine Bäckerei machen oder was auch immer für Ideen ihr habt. Ich würde sie sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da beteiligt und schöne Ideen habt. So, jetzt kommen wir zu Bruno und dem phänomenalen Ereignis. Also, wie ich eben sagte, am 24.03. habt ihr ein oder andere von euch vielleicht eine Zeitung mal gelesen, gab es ganz besonders große Sonnenflecken. Und diese Sonnenflecken führen dazu, dass in dem Bereich, gerade wenn die natürlich zur Erde hinzeigen, besonders starke Sonnenwinde entstehen. Und diese Sonnenwinde führen letztlich dazu, dass wir hier ganz starke und ganz tolle Nordlichter haben. Das heißt, die Nordlichter sind im Prinzip immer, wir haben immer Sonnenwinde, aber manchmal sind die richtig schwach, dass man die kaum wahrnehmen kann, manchmal sind sie stärker. Also der Bruno kann ja natürlich ein ganzes Lied davon singen, wie gut oder schlecht manchmal die Nordlichter sind. Und wenn natürlich aber Sonnenflecken sind, das sind besonders tolle und starke Sonnenwinde. Wir müssen natürlich aufpassen, dass die nicht zu groß sind, ansonsten können auf der Erde auch schon mal Schäden entstehen. Das ist in der Vergangenheit auch schon mal passiert, aber das war jetzt am 24.03. nicht. Auf jeden Fall, das führte dazu, dass es mit die schönsten Nordlichter entstanden sind, die Bruno in den letzten 10 Jahren gesehen hat. Also wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Und da hat er sich die Mühe gemacht, wirklich ein 360-Grad-Foto zu machen. Und ich möchte euch das jetzt hier kurz praktisch vorstellen, wie das dann aussieht. Und in der Community könnt ihr auch nochmal das ein oder andere Beitrag dazu lesen. Der Bruno wird da sicherlich auch den Link auf seine Seite machen, wo ihr noch mehr solche wunderbare Videos sehen könnt. Also, jetzt kommt dieses wunderbare 360-Grad-Foto als Video natürlich. Viel Spaß!
If you care about me at all, you should focus on your problems, not putting the blame on me. So I won't pick up your call, I don't wanna talk about it. You know that we disagree. You always have to have the last word, don't you? Respect my boundaries, don't come knocking on my door. Cause it's scary, you must know, after everything we've been through, this can't go on no more. Natürlich irgendwann damit aufhören mit dieser Video über diese 360 Grad Foto zu machen. Ich, ehrlich gesagt, ich würde mir hier noch viele Minuten das angucken wollen. Das sieht so phänomenal aus und ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man da ist und wirklich sich so umschaut. Wahnsinn, was das für ein Erlebnis ist. Vielen Dank, Bruno, für dein Foto. Wirklich phänomenal. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zu den drei Lagiol Taschenmesser, endlich. Und wir haben hier wirklich drei besondere Taschenmesser von Lagiol Lobrac mit besonderen Steinen, Larimar und Malachit. Wir werden gleich auch ein bisschen was darüber erfahren. Ich werde ein paar Sachen erzählen über Larimar und Malachit, aber auch die Messer sind wirklich ganz außergewöhnlich mit Doppelplatine, mit Biene oder mit Freimaurerzeichen, also sehr, sehr außergewöhnlich und in Verbindung mit diesen Steinen. Ihr wisst ja, ich erzähle immer wieder über die magischen Kräfte dieser Steine. Ich habe hier auch am Hals einen entsprechenden Stein. Das ist ein Lapislazuli. Ich habe ja in einem der anderen Videos erzählt, was der Lapislazuli so alles hat. Und auch diese Steine, Larimar und Malachit, verfügt auch über besondere magische Kräfte. Die erzähle ich immer wieder. Und da überlasse ich euch natürlich, ob ihr was damit anfangen könnt oder ob ihr daran glaubt. So. Schauen wir uns mal die Taschenmesser an. Das sind diese drei wunderbaren Messer. Hier haben wir 12C27 Klinge. Zeige ich mal. In der glänzenden Version. Dann haben wir hier zweimal entsprechend eine japanische Damastklinge. Die sind immer rostfrei. Das blaue ist jeweils der Larimar. Also wunderschön, schauen wir es gleich mal richtig aus der Nähe an. Und das Grüne, das relativ ähnlich aussieht von der Marmorierung, eben nur in Grün, das ist der Malachit. Alle haben ja Doppelplatines, kann man schon ein bisschen hier ahnen, wie wunderschön der Rücken ist. Schauen wir es da gleich aus der Nähe an und hier entsprechend statt der Biene das Freimaurerzeichen. So, beginnen wir einfach mit dem ersten Taschenmesser. Das ist das Taschenmesser Edition Magic. Zu dem Namen nochmal ganz kurz.
wir haben in unserer OLC, Original Lagiol Community, auch die Möglichkeit oder geben dir die Möglichkeit, dass du dich an der Lagiol-Welt beteiligst. Das heißt also, du kannst Editionen mitentwickeln oder Namen für Produkte vergeben. Und speziell für dieses Produkt haben wir natürlich auch, also für alle drei, für die Serie, haben wir Namen gesucht und einige von euch haben sich daran beteiligt und entsprechend Namen vergeben. Und wir fanden den Namen Magic, Edition Magic, einfach das Schönste, weil es einfach wirklich magisch ist. Das Messer hat auch magische Kräfte. Und deswegen haben wir hier das Messer Edition Magic 01. Das ist hier 02 und hier ist 03. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Beiträge zu der Namensfindung. Der Markus hatte die Idee mit dem Wort Magic. Und ja, das haben wir jetzt übernommen. Das werden wir auch natürlich in der Beschreibung der Messer mit übernehmen, sodass natürlich jeder weiß. Und ich würde mich freuen, wenn du auch dich da beteiligst, auch in Zukunft bei den nächsten Namensgebungen. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ich finde immer sehr schön, wenn die Taschenmesser auch einen Namen haben und nicht nur einfach ja irgendein Taschenmesser von Lagiol Nobrac, sondern es ist ein Taschenmesser aus der Edition Magic. So, wir haben hier eine Damasklinge, eine japanische Damasklinge. Die japanischen Damasklinge sind immer anders als die herkömmlichen europäischen. Man sieht hier, das heißt, hier haben wir einen Kern, einen Mittelkern aus einem ganz starken Stahl, also sehr stabil, sehr hartem Stahl. Und dann haben wir rechts und links jeweils die Damastlagen. Die sind etwas weicher, sodass insgesamt dann die Klinge doch eine gewisse sieht man hier schon, ein bisschen Flexibilität bekommt und nicht zu spröde ist und wenn man es benutzt, dann bricht. Das ist so ungefähr der Sinn von diesem japanischen Damast, dass man hier in der Mitte, kann man auch immer daran erkennen, dass hier so eine ganz breite Mittelteil ist. Das ist ja diese, was hier, man hier in der Mitte sieht. Das ist hier vorne entsprechend und das ist wirklich sehr, sehr hart und da haben wir hier diese etwas weicheren Damastschichten. Wir haben hier eine Biene, eine herkömmliche Biene, die Lagiol Nobrac immer standardmäßig macht, aber der Rücken, die Doppelplatine, ist wirklich ganz besonders schön. Schaut mal, wie schön das ist. Das ist hier alles in der Edition oder in der Ausführung glänzend. Das heißt, alle Metallelemente sind hier glänzend, brillant. Das andere heißt Brosé, also Brosé bedeutet mattierte Oberflächen. Das hier könnte man sagen, ist mattiert, es glänzt ja nicht. Hier ist glänzend, das ist hier entsprechend brillant. Wir nennen das in unserem Shop brillant. Alle drei Messer kosten 410 Euro. Und hier haben wir diesen Stein, der nennt sich Larimar. Und ich erzähle mal ein bisschen was über Larimar. Larimar nennt sich auch Atlantisstein, gilt als das blaue Juwel der Karibik. Da die einzige bekannte Fundstelle weltweit in der Dominikanischen Republik liegt, wurde Larimar zum Nationalstein des Inselstaates. Seine feine, wolkige Maserung verleiht dem Pektolit ein weiches und saftes Aussehen. Pektolit nennt sich die Familie der Steine und die gibt es natürlich weltweit schon. Also es ist ja nicht so, dass dieser Pektolit nur in der Dominikanischen Republik gibt, sondern die gibt es überall auf der Welt oder nicht überall, aber an mehreren Stellen, sogar auch in Deutschland. Aber dort haben die andere Färbungen. Zum Beispiel gibt es dann auch in Italien, aber da ist eher weiß, milchig, gelblich. Und diese Färbung, speziell diese blaue Färbung, das Larimar benannt wurde, das gibt es tatsächlich nur in der Dominikanischen Republik. Und der Name Larimar setzt sich aus dem Mädchennamen Lari und dem spanischen Wort Ma für Meer zusammen. Das heißt also, unter diesem Namen ist der Stein seit 1975 bekannt, als der Miguel Mendez, der Besitzer einer Larimar-Mine, Sachverständiger für Kunsthandwerk in der Dominikanischen Republik, diesen erfand und damit den Namen seiner Tochter Larissa weltweit bekannt machte. Sehr, sehr interessant.
Vor diesem Zeitpunkt wurde Larimar auch als Travelina bezeichnet. Weitaus bekannter ist der Larimar allerdings unter seinem esoterischen Namen Atlantisstein, da der Sage nach auf dem Gebiet der heutigen Dominikanischen Republik ein Teil von Atlantis lag. Und manche Juweliere, Goldschmiede und Schmuckdesigner bezeichnen den Larimar auch gerne als Gemstone of the Caribbean, also Edelstein der Karibik. Auch ein bisschen was über die Heilwirkungen. Also als Heilstein fordert er die emotionale und körperliche Gesundung. Charakteristisch ist eine heilende Wirkung auf dem gesamten Knochenbau. Darüber hinaus hilft er gegen Ablagerungen und Verkalkungen im Bewegungsapparat. Auch kann der Edelstein Kopfschmerzen sowie Allergien und Überempfindlichkeitsreaktionen des Organismus gegenüber Staubmilben, Viren und Bakterien lindern. Als Schutzstein getragen entfaltet der Larimar seine Heilwirkung gegenüber negativen Einflüssen. Ich muss sagen, allein schon, wenn ich das so sehe, ne, diese wunderschöne blaue Farbe, da bekommt man echt schon wirklich ein karibisches Gefühl der gute Laune. Und das ist auch immer diese Beeinflussung. Also es geht ja nicht nur darum, dass das als Heilstein zu benutzen ist, sondern ich persönlich finde, wenn man das sieht, dann bekommt man auch bestimmte Gefühle mit dem Messer zusammen. Also für mich, wenn ich mir das so angucke, kann man ja nochmal sehen, das ist wirklich wunderbar gestaltet. Nicht nur hier der Rücken, die Rückengeloschage, die Biene, sondern vor allem dieser Stein, das verleiht einem so ein Gefühl von Urlaub, vom Meer, von Dominikanischer Republik, wenn man da jemals schon mal war. Also das finde ich total klasse und das sieht sehr, sehr schön aus. Klinge ist absolut mittig und ich finde es auch schön, dass gerade hier auch auf der Unterseite natürlich die Geloschage weitergeführt wird. Also ein wunderschönes Messer. Das liegt auch wirklich phänomenal gut in der Hand, weil es natürlich auch schwerer ist als ein Holzgriff. Und wir haben hier zwei Mitres, also zwei Metallbacken. Dadurch hat das Messer natürlich über 100 Gramm Gewicht und fühlt sich in der Hand wirklich phänomenal. Also man kann das wirklich super mitnehmen und durch den Kontakt mit dem Stein hier, also es ist gar nicht kalt, es ist irgendwie so richtig schön, fühlt sich ganz toll an in der Hand. Also wirklich sehr, sehr schön. Das zweite Messer auch mit einem Larimar-Stein. Das ist das Messer mit dem Zeichen der Freimaurer. Ich habe mir sagen lassen, dass dieser Zirkel, je nachdem, ob er über dieser Winkel, 90 Grad Winkel lineal hier drüber steht oder mit einem der beiden Teilen darunter drüber ist, da gibt es ja natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu gestalten. Und das ist ja nicht nur Zufall, sondern das hat ja wirklich besondere Aussagekraft bezüglich des Ranges, in der sich der Freimaurer innerhalb seiner Loge befindet. Das ist die ganze Theorie für sich. Ich werde das in einem späteren Video, wir sind dabei auch mit dem Philippe Voisier, ein ganz besonderes Messer für Freimaurer, also mit Freimaurerzeichen zu gestalten. Das wird demnächst oder später kommen und da werde ich noch viel mehr über die Logen und über die Freimaurer erzählen. Heute einfach nur so zur Kenntnis. Das heißt, wie das hier gestaltet ist, hat eine ganz besondere Bedeutung. Es ist also kein Zufall, ob einer der Beine drunter oder drüber ist. Und hier haben wir in der Geloschage, also auch in der Doppelplatine, und hier haben wir eine wunderschöne Feder. Ich möchte nochmal sagen, dass diese Feder wirklich unter dem Mikroskop entstehen. Schaut mal, wie minutiös, detailreich das gestaltet wurde. Also wirklich wunderschön. Und hier kann man sich sehr gut vorstellen,
Ja, wenn man diese beiden betrachtet, also erstmal nochmal ganz kurz, die verschiedene Maserung oder Marmorierung des Steins, das ist wirklich sehr, sehr individuell. Deswegen nochmal mein x-ter Aufruf in jedem zweiten Video, lasst euch Bilder von den Produkten kommen, die ich auf Lager habe, denn ihr seht hier allein schon praktisch der gleiche Stein, völlig unterschiedliche Maserungen hat. Hier mit einem ganz großen blauen Bereich zum Beispiel. Also ist wirklich ganz, ganz individuell. Was sagen wollte ist aber, wir sehen hier, dass dieses Messer mit dem Feinmaurerzeichen natürlich eine viel feinere Biene, wenn man so möchte, also das, was statt der Biene gemacht wurde, und eine noch feinere Rückengiloschage hat. Das heißt also, diese Feder, die hier gemacht sind, sind natürlich noch viel feiner als hier vorne. Das heißt, man würde erstmal, wenn man das nur so sieht, würde man pauschal sagen, dieses Messer verbraucht mehr Zeit für die Gestaltung und somit ist es teurer als dieses hier. Das wäre richtig, wenn beide natürlich die gleiche Klinge hätten. Aber diese beiden Messer kosten jetzt beide gleich viel, weil wir hier eine 12C27 Klinge haben, hier eine mit japanischem Damast. Japanische Damastklinge ist immer etwas teurer als die normale 12C27. Das heißt, wenn beide Messer die gleiche Klinge hätten, wäre dieses Messer locker, würde ich sagen, um ja, 50 bis 100 Euro teurer als dieser hier. Da dieser hier aber jetzt eine Damastklinge hat, eine japanische Damastklinge, sind beide gleich teuer. Das heißt, das, was diese hier an Arbeitszeit eines Messermacherkünstlers in der Rückengiloschage und Biene praktisch investiert hat und den Preis ausmacht, hatte hier an Damastklinge. Das heißt, wenn dieses Messer hier auch eine Damastklinge hätte, wäre dieses Messer, wie ich sagte, 60 bis 100 Euro teurer. Einfach nur so für euch, damit ihr eine Idee habt, wie Preise zustande kommen, was Kunst bedeutet und wie das sich im Preis niederschlägt. Und kommen wir jetzt zum letzten Messer mit Malachit. Also wir haben hier die Edition Magic 01, Magic 02, Magic 03. Hier haben wir den Stein Malachit. Wie man sieht, ist durchaus ziemlich ähnlich wie mit den anderen beiden von der Marmorierung hier. Nicht ganz gleich, aber durchaus hat Ähnlichkeiten. Und hier ist die Farbe grün. Übrigens, die sind wirklich von hier Lagion Lobrac hervorragend verarbeitet. Wenn man hier mit dem Finger drüber geht, merkt man hier an dieser Stelle keinen Unterschied. Es ist wirklich absolut eben, das kratzt nicht. Es ist alles sehr, sehr schön verarbeitet. Ganz tolles Kompliment an die Schmiede Lagion Lobrac. Der Rücken ist ziemlich ähnlich wie bei dem anderen. Die kosten auch deswegen ziemlich gleich, also 410 Euro. Ist ein bisschen anders, aber durchaus ähnlich, auch mit einer japanischen Damastklinge. Und hier haben wir den Malachit. Schon im antiken Griechenland, im alten Ägypten und römischen Reich war das Mineral außerordentlich beliebt. Die Ägypter schnitzten aus dem Malachit beispielsweise allerlei Kunstobjekte wie etwa Amulett oder Skarabäen und verarbeiteten das feinste Marlemineral zu ausdrucksstarken Lidschatten sogar. Also als Make-up, könnte man sagen. Das Malachit, entgegen früherer Annahmen, nicht als Grundlage der grünen Farbe bei Wandmalereien in altägyptischen Grabmalern dient, erscheint aufgrund neuer Forschungen sehr wahrscheinlich. Auch im chinesischen Altertum war Malachit ein beliebtes Mineral. So wurden Reste der Farbüberzüge auf der Terrakotta-Armee und Mausoleum als Malachit-Pigment identifiziert. Sehr interessant. Ich meine, es ist natürlich schon eine ganz starke Farbe. Und hier haben wir natürlich in einem Studio sehr starke Lichter, sodass es noch heller ist. Aber in Wirklichkeit ist es noch ein bisschen dunkler und noch intensiver, genauso wie das Blaue von Larimar.
Das Malachit wird positiv bei seelischen Wunden und Belastungen. Der Malachit unterstützt ihr Herz-Kreislauf- und Nervensystem. Es wirkt entschlackend und entgiftend. Zudem kann er die Geburt erleichtern und den Geburtsschmerz mindern. Heilwirkungen des Malachit-Edelstein auf die Psyche, wirkt reinigend auf die Seele, lässt uns krankmachende und belastende Lebens- und Ernährungsweisen erkennen und hilft uns, diese abzustellen. Wir erreichen mehr Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Verständnis und Liebe. Außerdem mehr Selbstverwirklichung, Erfolg und Zufriedenheit. Also ein sehr, sehr interessanter Stein. Und ja, ich muss sagen, das wirkt auch wirklich wunderschön. Das ist so naturgrün. Ich hoffe, ich zeige hier in verschiedene Belichtungen, damit ihr seht. Also das ist wirklich wunderschön, wie das so wirkt, diese dunkelgrüne. Also ganz, ganz fantastisch. Alle drei Messer waren es tatsächlich mittig. Wahnsinnig toll für alle, die sich über eine mittige Klinge freuen. Dennoch, denkt dran, die nächste Charge, die kommt, die muss nicht unbedingt mittig sein. Deswegen lasst mich dann, dass ich euch Bilder zeige oder Videos neuerdings. Ich zeige neuerdings Videos von den vorrätigen Messern. Manchmal Bilder, wenn ich nicht vor Ort bin. Aber in der Regel sind das schon natürlich Videos. So, das war die Vorstellung dieser drei außergewöhnlichen Videos. 360 Grad Bild über die Nordlichter, das virtuelle Chevalier Schmiede, also wirklich ganz viele Sachen und auch der Gewinner der Lagiol Krone, das Superior von David Ovillier, sehr beeindruckende Taschenmesser und es werden dieses Jahr noch viel, viel, viel mehr ganz außergewöhnliche Taschenmesser kommen. Wir haben im Pipeline eine ganze Menge. Also wir sind hier sehr, sehr kreativ und denkt dran, in der OLC, in der Original Lagiol Community, könnt ihr euch beteiligen an neue Editionen, an neue Ideen. Kommt rein, schaut vorbei, diskutiert mit. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. Lagiol.